Wir haben eine akzeptable Inflation, nicht sehr schlimm. So, wo sind wir überhaupt? Hier, 4%, das passt schon. Wir haben gerade nicht sehr viel Geld in der Kasse. Mali hat 17.000. Wow, die ganzen Ureinwohner, Nationen, die nicht viele Gebäude bauen können, weil sie nicht viel Technologie haben und auch keine Kriege führen, weil sie keine Nachbarn haben, haben massiv Geld. Wir haben die zweithöchste maximale Mannstärke, bei der wir sehr in der Nähe sind. Wir haben fast keine Kriegsmüdigkeit. Wir haben recht gute Technologien. Wir sind vorne mit dabei. Wir haben auch recht gut viele Ideen. Gut, Frankreich nehme ich an, gewinnt überall gerade punktemäßig. Aber wir sind Elfter in der Welt immerhin. Frankreich ist sicherlich Erster. Ja, Punktestand ist mir aber eigentlich nicht so wichtig. Technologie. Das Top-Höchste ist 16, Militär 17. Okay. Es gibt am meisten katholische Länder, viele Sunni, viele orthodoxe, viele hinduistische, wenige protestantische und ja, ihr seht's ja. Unsere beste Provinz steuermäßig ist Danzig und Ostpreußen ist auch genial. Sonst verdienen wir doch nichts wirklich extrem viel. Und Breslau und Krakau bringen vor allem viel Mannstärke. Die steigt zwischen um 555 pro Monat. Ja, religiös sind wir dafür noch ein bisschen durchmischt. Könnte länger dauern, bis wir religiös ein Land wirklich werden. Vorlevel ist überall 2. Ich glaube, in einer Provinz haben wir gerade ein Vorlevel 3. Ja. So. Anzahl an Provinzen. Kann man das nach Größte sortieren? Nachbarn, Feinde, Freunde? Anscheinend nicht. Wenn wir einfach alle Leute auswählen, kann eine Weile dauern. Dann sehen wir, dass Kastilien schon mal massiv viele Provinzen hat, aber hauptsächlich Kolonien, mit denen sie uns überhaupt nicht problematisch werden können, weil Kolonien fast keine Manpower liefern. Dauert eine ganze Weile, das hier alles anzuklicken. Hey, Frankreich ist sogar von Spanien oder Kastilien schon überholt worden. Dün, 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 dün. Schweden hat mehr Provinzen als wir. Das müssen wir bald ändern. Gut, alle Nationen, die gerade mehr Provinzen haben als ich, sind... Ist das Tripolis? Nein, das ist... Ich nehme an, das sind die Osmanen. Dann haben wir hier Schweden, Frankreich, Kastilien. Gut. Kolonien haben wir keine, Berater sind mir recht egal, Anführer sind mir recht egal, Kaiser sind mir recht egal. Gebäude. Haben wir irgendwo von irgendeiner Art zwei Gebäude? Ja, wir haben zwei Handelsgebäude in drei Provinzen gleich. Und zwei Forts in Nava. Manufakturen haben wir nicht wirklich viele. So, Armee hatten wir ja schon, Flotte auch. Also wir haben zwei Armeen, die erste und die zweite Armee, sehr kreative Namen, mit jeweils ungefähr 32.000 Soldaten und eine Flotte mit 29 Schiffen. Einzelne Regimenter sind recht uninteressant. Jetzt könnte ich hier wieder alle auswählen, aber da bin ich dann doch zu faul dazu. So, wir sind hauptsächlich protestantisch, hauptsächlich von der Kultur her polnisch, ungarisch und schlesisch anscheinend, aber auch pomeranisch, preußisch, sächsisch recht viel. Haben viele Kernprovinzen und ein paar Nicht-Kernprovinzen und produzieren hauptsächlich Getreide. Gut, unsere Freunde sind Verbündete derzeit Moskau und Norwegen. Eine Staatsehe haben wir mit Moskau, Norwegen und Pommern, Österreich. Da haben wir noch Zugang, sonst anscheinend nichts. Den könnten wir eigentlich bald aufkündigen, aber egal. Unsere Feinde. Wir haben einen Waffenstillstand mit jeder Menge Nationen. Wir haben also Böhmen, die Osmanen, Polotsk, Pommern, Schweden, Ukraine und Ungarn haben einen Kriegsgrund gegen uns. Und wir haben einen gegen Polotsk und Schweden.
Nämlich einmal Eroberung, einmal unehrenhaftes Pack. So, die momentanen Kriege. Österreich will Schottland erobern, warum auch immer. Ja, das war's. Dann sehen wir jetzt noch kurz die ganzen Karten durch, nachdem es schon so viele gibt. Die Tyrol-Karte hat sich nicht viel verändert seit Anfang. Die politische Karte. Wir sehen Kastil weiterhin dabei, ganz Südamerika zu besetzen, bis auf eine Provinz, die Frankreich gehört. Dafür ist Frankreich in der Karibik recht stark vertreten. Portugal nimmt hier Florida. Und Frankreich hat hier nochmal Neufundland. Religiös gesehen sind wir das einzige protestantische Eck der Welt. So ziemlich. Im Reich ist Brandenburg gerade Kaiser. Handelszentren sind für uns Ostsee, Lübeck und Krakau, aber auch ein bisschen Kiew interessant. Aha. Diplomatisch gesehen, wow, unsere Freunde sehen verdammt stark aus, nämlich hier genau Pommern, Moskau, Norwegen. Regionskarte, was sehen wir hier? Keine Ahnung, was die bringt. Kulturenkarte. Okay, da sieht man also, preußische Kultur ist zum Beispiel Teil der deutschen Kultur oder wie man die auch nennen will. Germanischen Kultur nennen sie sie hier, okay. Und das halbe Heilige Römische Reich gehört auch noch dazu. Dann haben wir noch Polnisch, was mit Tschechisch, Schlesisch und Ungarisch zusammengehört. Außerdem haben wir hier ein bisschen Weißrussisch, was mit Russisch und Ruthenisch zusammengehört. Und hier nochmal Estnisch, was mit Finnisch und Sami zusammengehört. Gab sonst noch was? Ja, Lettisch, was mit Litauisch und Preußisch zusammengehört. Oder Baltisch, was auch immer. Unsere Einflusssphäre reicht genau nach Pommern, sonst nirgendwo hin. Revoltrisiko natürlich in den neu eroberten Provinzen hoch, sonst ganz okay. Kolonialkartenmodus, naja, wir haben keine Kolonien. Wenn wir Kolonisten hätten, könnten wir allerdings hier ein paar Kolonien gründen. Interessant. Der einzige Grund, warum uns das nichts bringen würde, so wirklich, ist, wie ihr hier sehen könnt, der ganze Handel, den man aus der neuen Welt liefern kann, der geht nach Bordeaux, von dort aus nach London und hier in die Nordsee dann. Von der Nordsee kann man ihn sogar noch weiterschleusen bis nach Lübeck. Das heißt, Lübeck ist der östlichste Ort, in dem man von der neuen Welt irgendwelche Handelsgüter hinbringen kann. Das heißt, solange uns Lübeck nicht gehört, könnten wir nicht wirklich was an Kolonien hier verdienen. Genauso wenig an irgendwelchen afrikanischen Kolonien, oder? Ja, genau das gleiche. Von dem her, wir müssten Lübeck erobern, damit Kolonialgebiete etwas bringen würden. So. Wirtschaftskartenmodus. Unsere beiden extrem guten Gebiete sind Danzig und Ostpreußen. Und sonst sind alle recht okay, bis auf die drei Neueroberten. Mannstärke-Kartenmodus, jetzt wird's spannend. Okay, Neumark hatte dieses eine Spezialgebäude, deswegen 723 Mannstärke. Sonst sieht's nicht so gut aus, bis auf Breslau, Poznan, Lublin, die ganz okay sind. Technologisch gesehen sind wir so im europäischen westlichen Durchschnitt, das passt gerade. Der Handelswert unserer Provinzen ist nicht hoch, von keiner einzigen, aber ist er anscheinend weltweit von keiner einzigen. Es gibt keine grüne Provinz auf dieser Karte, spannend. Vielleicht in China oder so, wo ich noch nicht hinsehe. Ich weiß es nicht. Gut, Versorgungslimit, nicht sehr spannend. Gebäude, haben wir überall ungefähr gleich viele gebaut. Zwischen 5 und 6 zusätzliche sind möglich. Missionare könnten wir in viele Orte schicken. Wir missionieren aber sowieso gerade Warschau. Spieler sind natürlich nur wir. Auch mal nett, wenn auf der Karte riesig Amy Nase draufsteht. Das Reich von Amy Nase. Gut. Und hier haben wir noch akzeptierte Kulturen. Das sind die polnische, preußische und alles, was sonst noch zur germanischen Kultur gehört. Das heißt, hier gibt es einige nicht akzeptierte Kulturen. So, Triggermodifikatoren haben wir. Aha. Naja, das ist dann alles schon wirklich unspannend. Damit würde ich sagen, the fuck?
So, ich musste kurz überraschend weg. Was ich sagen wollte, Neumark hat die höchste Mannstärke, was vermutlich aufgrund von irgendeinem Gebäude ist. Technologisch sehen wir in Europa sehr gut aus. Des Weiteren haben wir keinen guten Handelswert in keiner einzigen Provinz, aber das scheint auch keine Provinz überhaupt zu haben. Versorgungslimit unspannend. Gebäude haben wir überall ein bisschen eben. Naja. Missionare könnten wir viele einsetzen, tun wir gerade aber nur in Warschau. Spieler sind wir der Einzige. Sehr nett, wenn hier Eminase über das ganze Land geschrieben steht. Und akzeptierte Kulturen sind eben preußisch, polnisch und germanisch hier. Ja, dann tschüss für heute. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von EU4. Ba-ba-bam.